Die Queen ist jetzt schon 96 Jahre alt. Sie sitzt seit 1962 auf dem Thron. 1952. Verzeihung, Ja. 1952. Nicht nur, damit Sie wissen, dass ich aufpasse. Sehr gut. Sie hat das Königshaus natürlich in dieser Zeit deutlich geprägt. Wie wird es denn weitergehen, wenn sie einmal nicht mehr lebt? Also gleichum, weil das werde ich so oft gefragt, ob der nächste Prinz William ist. Es geht nicht. Es gibt ein Gesetz, dass der Thronfolger, der Charles, der kann nicht übersprungen werden. Man müsste das Gesetz ändern, aber nicht nur in England, sondern in den ganzen Commonwealth-Staaten. Und das könnte dauern. Und Prinz Charles ist ja immerhin auch schon, er wird 74 Jahre alt. Aber er könnte annehmen und zurücktreten nur. Glaube ich nicht. Dann wird seit Geburt auf König getrimmt mit Camilla. Das glaube ich nicht, dass der zurücktritt. Glauben Sie denn, dass Prinz Charles das Zeug dazu hat, in die Fußstapfen seiner Mutter zu treten? Nein, in die Fußstapfen seiner Mutter kann er nicht treten. Die sind zu groß. Aber er wird ein anderer König sein, ein anderer Regent sein. Er hat auch schon gesagt, er möchte gerne abgespeckt regieren. Das heißt, weniger Mitglieder der Königsfamilie. Werden wir sehen, wie er das macht. Sie haben jetzt vorher schon kurz angesprochen, aber wie steht es denn um das britische Königshaus allgemein? Wie groß ist die Bedeutung denn jetzt noch in Großbritannien? Ich war anlässlich der Hochzeit von William und Kate in London und habe eine Straßenbefragung begonnen und habe gefragt, ob eben genau, wie steht es um das Königshaus? Sind Sie bereit, Geld zu bezahlen? Diese Frage habe ich nur einmal gestellt. Das ist vollkommen sinnlos. Die stehen hinter dem Königshaus. Also ja, es ist genauso, habe ich einmal Ihren Privatsekretär, den Mr. Arbeiter, gefragt, ob er denn glaubt, dass die Queen zurücktrete. Und er hat gesagt, Elisabeth, stellen Sie diese Frage nie mehr, außer Sie wollen im Tower landen. Das wollte ich dann doch nicht. Verständlich.